Der Titel vom Video, also der voraussichtliche Titel des Videos, sagt es ja bereits. Also ich denke mal, das Video wird heißen, alles hat ein Ende. Und es geht aber nicht um die Wurst, sondern um das Auto, den Umbau und den Kanal, die Zukunft dieses Kanals. Fangen wir mal hinten an. Der Kanal bleibt auf jeden Fall weiter. Ich mache weiterhin Videos. Umbau. Der Umbau geht nicht weiter, weil ich habe mich entschieden, das Auto zu verkaufen, weil die Luft ist raus. Ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwie was zu machen. Also ich hätte Lust, was zu machen, aber es kommen halt immer wieder Reparaturen dazu. Wenn ich mir Geld spare, um irgendwas zu kaufen fürs Auto, dann gebe ich das wieder aus für eine Reparatur. Es steht jetzt wieder was Größeres an. Das nervt mich. So, dass ich einfach entschieden habe, ich lasse es. Ich mache da jetzt irgendwo einen Cut quasi. Beende das Ganze und suche mir irgendwie was anderes. Also ein neues Hobby brauche ich nicht suchen. Ich habe gar keine Zeit mehr für irgendein Hobby. Nur Umbau. Nee, das Thema ist für mich durch. Die Idee dahinter oder den Gedanken hatte ich schon länger mal. Und mal wieder zwischendurch gedacht, okay, machst du weiter, machst du nicht weiter. Wenn ich mir von anderen so ein paar Videos angucke, Umbauten zum Beispiel, von irgendwo weltweit, da bin ich immer wieder begeistert. Denke so, super, machst du auch irgendwie mal weiter. Dann komme ich halt mal wieder irgendwie so auf den Boden der Realität mit meinem Auto, was steht, was selten vernünftig fährt. Die ganzen Reparaturen, die jetzt wie gesagt noch kommen und das einfach, es zieht sich, ich habe echt keine Lust mehr, Zeit und vor allem Geld zu investieren. Also hauptsächlich die Zeit. Meine Prioritäten haben sich da wirklich sehr geändert. So, dass ich mich dafür entschieden habe, das Auto geht weg. Also demnächst, ich werde mal gucken, wo ich das verkaufen kann. Ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass ich da wahnsinnig viel Geld für bekomme. Wer Bedarf hat an so einem Auto, ich habe da einen Ford zu verkaufen, blau und da gibt es Videos, wie ich versucht habe, das umzubauen. Also wer es kann, gerne melden. Ansonsten, keine Ahnung, eBay Kleinanzeigen, was auch immer. Das dazu. Natürlich ist das Ganze ja auch so eine Sache von wegen Internet und Kanal, tralala. Wie gesagt, ich mache den Kanal weiter. Danke an alle, die mir bisher gefolgt sind oder haben, wegen dieser Umbauarbeiten. Da wird aber nichts mehr kommen. Wenn, gibt es ein Video. Also es gibt noch ein paar Videos, die ich im Petto habe. Zu meinen ganzen anderen Hobbys wie Laufen, Fahrradfahren, da könnte ich noch ein bisschen was. Also ich könnte auf jeden Fall viel Geld in mein Fahrrad stecken. Dinge kaufen wie neue Taschen, ein Zelt, so Sachen, dass ich mit dem Fahrrad rumfahre. Stehe ich mir auch persönlich sehr geil vor. Mache ich auch irgendwann demnächst, wenn ich Urlaub habe. Sonst ansonsten laufe ich auch ganz gerne. Da gibt es halt auch noch Videos. Nur wie gesagt, keine Camper-Ausbau-Videos mehr. Kann verstehen, dass jetzt ein Großteil der Leute irgendwie sagt, na gut, bye bye, deine Saison. Ich mache das ja eigentlich eh nur für mich zum Spaß. Naja. Vielen Dank dennoch für die Treue. Das war einfach mal ein kurzes Video zum Abholen, zum Stand der Dinge. Will nicht länger drum rumreden. Die Entscheidung ist gefallen. Umbauten. Nein, kommt nicht mehr. Würde mich freuen, wenn wir uns dennoch demnächst wieder hier sehen. Also in dem Sinne, danke für die Treue. Bis bald, hoffentlich. Ansonsten, schönes Leben. Peace out. Das war übrigens wirklich kein April-Scherz, das Auto geht weg. Nur für den Fall, dass jetzt jemand dachte, da kommt noch irgendwie eine Auflösung. Das ist die Auflösung.